Hallo liebe Freunde der Filmfotografie und herzlich willkommen nach langer Zeit mal wieder ein klassisches Kameraporträt. So ein paar Kandidaten hatte ich dann doch noch in der Warteschlange stehen, die, ja, sagen wir mal, darauf warten, euch vorgestellt zu werden. Die nächsten Folgen, da geht es mal wieder um sehr kleine Kameras. Da geht es in erster Linie um Messsucherkameras, aber ich will euch da gar nicht, wie auch es steht im Titel unten, auf die Folter spannen. Heute wollen wir uns mal die wunderbare, kleine, feine Olympus XA anschauen. Ihres Zeichens die kleinste Messsucherkamera der Welt für 35mm Film. Und soviel ich weiß, gilt das Attribut auch heute noch. Ja, die Olympus XA, auch vom Herrn Maitani erdacht und gestaltet, die war eine Antwort auf Kameras wie die Rollei 35, wie die Minox PL, EL, GL etc. pp. Serie und hat aber das Konzept quasi fotografisch auf die Spitze getrieben, denn wie ich gerade schon gesagt habe, das hier ist eine waschechte Messsucherkamera. Wir sehen hier das kleine Messsucherfenster, hier den Sucherdurchblick und ja, ich habe also eine tatsächliche Schärfenkontrolle. Das habe ich weder bei der Minox noch bei der Rollei. Das sind alles Zonenfokuskameras oder Sucherkameras. Und da unterscheidet sich die XA ganz, ganz weitgehend von den anderen und sie ist noch kleiner. Ja, zudem ist sie zumindest in dieser Variante voll manuell. Nee, das stimmt nicht, aber sie ist voll manuell steuerbar. Sie ist ein Zeitautomat, also ich kann die Blende einstellen und die Zeit wird dann automatisch geregelt. Aber ich habe gerade schon Varianten gesagt. Es gab insgesamt fünf verschiedene Varianten von der XA und da muss man, wenn man die heute in den Kleinanzeigenportalen kauft, sehr aufpassen, denn oft werden die nicht gerade richtig bezahlt. Also die läuft dann unter XA1 oder XA2 oder was auch immer und die XA2 und XA3, die werden als XA angeboten. Was die Unterschiede sind und worauf man da aufpassen sollte, das gehen wir mal schnell durch. Also es gab ursprünglich die XA, 1979 vorgestellt, Messsucherkamera mit einem 2.8, was hat sie, 35mm Objektiv, extrem scharf, mit Blenden von 2.8 bis 22. Mit einem CDS-Belichtungsmesser, eben für die Zeitautomatik. Und die Zeiten werden eingestellt von 10 bis zur 500stel Sekunde. Also ein durchaus sehr weiter Zeitenbereich. B-Modus gibt es nicht, dafür gibt es einen Selbstauslöser. Und es gibt eine Gegenlichtautomatikfunktion, 1,5 Blenden werden da abgezogen, sodass man auch in Gegenlichtsituationen richtig belichtet. Manueller Fokus, ja, Autofokus gab es dann erst ab der Mew. Das sind also die technischen Eckdaten von der XA. Ein Jahr später, 1980, kam dann die XA2. Das ist eine Zonenfokuskamera, da habe ich keinen Einfluss mehr auf die Blende, sondern ich stelle hier an dem Schieber meine Fokusdistanz, meine Zone ein und habe dann eine Programmautomatik, auch über ein CDS-Belichtungsmesser mit einem Zeitenbereich von 2 Sekunden bis zur 750stel. Die ist also einen halben Stop schneller im Verschluss. Dann gab es noch die XA1, das ist die einfachste Variante, heute auch die günstigste, 1982 mit Fixfokus 35mm f 4.0 Objektiv. Da sollte ich nochmal zurück. Bei der XA2 ist es ein 35mm 3.5. Also XA1 35mm 4.0, dann ist auch relativ klar, warum man da keinen Fokus mehr braucht. Ansonsten nimmt die Kamera einem alles ab. Die gab es dann auch nochmal 1985 mit der
technisch gleichen Ausstattung, aber mit der Möglichkeit, DX-Kodierung zu lesen. Da fällt also auch das ISO-Einstellen weg. Die XA1 bot 100 bis 400 ISO, also auch nicht so ein Riesenspektrum, und auch die Verschlusszeiten von der 30. bis zur 250. Sekunde ist ein bisschen eingeschränkt. Also wenn man mit dem Format fotografieren will, dann sind die XA2 und XA3 die weniger empfehlenswerten Kameras. Also wenn man was Einfaches möchte, aber dann sollte man auch darauf achten, dass man da nicht zu viel für zahlt. Es gab dann noch die XA4. Die wird dann wieder interessanter, weil sie ein 28 mm Makroobjektiv hat mit einer Naheinstellungsgrenze von, ich glaube, 35 cm. Ja, ich glaube, ja. Und die 28 mm Linse, die hat eine Lichtstärke von 3,5, ist also ideal geeignet für Nahaufnahmen. Ja, und im Weitwinkelbereich, man hat dann quasi im selben Formatfaktor noch eine Alternative vom Aufnahmebildwinkel. So, technisch haben wir damit alles gesagt, dass die Kamera klein ist, dass sie ultra portabel ist, das leuchtet ein bei der Größe. Sie ist zudem wahnsinnig unauffällig und leise. Also, da kann man sehr, sehr, sehr unauffällig Fotos machen. Auch ideal, um irgendwie so aus der Hüfte zu schießen. Sie ist, wenn man sie zumacht, perfekt geschützt. Dieses Clamshell-Design ist ja für eine Street-Fotografie-Kamera sowieso ideal. Und ich finde das auch wesentlich besser gelöst als die Klappe bei den Minox-Kameras. Ja, gucken wir uns die Kamera mal im Detail eben an. Hier haben wir also unsere kleine Olympus vor uns liegen. Wir fangen mal, wie wir das gewohnt sind, auf der linken Schulter an. Hier gibt es den Film-Rückspul-Knopf. Der lässt sich ausklappen, aber nicht weiter als so. Das ist also ein bisschen halbgar, was man da machen kann. Ich kann den rausziehen und dann öffnet sich damit auch die Rückwand. Und der Zähler wird zurückgesetzt. So sieht es dann im Inneren der Kamera aus. Soweit da nichts Besonderes. Das Ganze machen wir wieder zu und dann gehen wir oben weiter. Und dann gibt es hier den großen Schieber für die Clamshell, für den Objektivschutz. Und dann wird auch sichtbar hier oben die Entfernungseinstellungen. Die bediene ich unten über diesen Hebel. Das ist also mein Fokusbereich von 85 cm bis unendlich. Das Ganze sehe ich hier oben dann auch schön im Fenster. Also von oben habe ich das immer im Blick. Und dann gibt es hier den Sensorauslöser, der je nach Gebrauchszustand dieser Kamera extrem empfindlich ist. Also bei manchen reicht es schon, wenn ich mit dem Finger auch nur in die Nähe komme. Hier muss ich tatsächlich noch ein bisschen drücken, aber das ist auch alles sehr, sehr zartfühlend zu bedienen. Man hat dennoch einen ganz gut definierten Druckpunkt. Also man gewöhnt sich relativ schnell daran, dass das dann doch so leichtgängig ist. Wir haben hier den Filmstandsanzeiger im Volksmund Bildzähler genannt. Hier wird angezeigt, wie viele Aufnahmen ich schon verschossen habe, und an der Oberseite war es das dann. Gehen wir weiter nach vorne. Da habe ich hier oben erstmal, wie schon gesagt, das Messsucherfenster, hier das Sucherfenster, und man sieht schon an diesem Abstand, die Messbasis von diesem Messsucher, die ist nicht riesig groß, ist allerdings nicht so tragisch. Bei einem 35 mm Objektiv komme ich damit ganz gut klar. Und wir sehen nachher noch, wenn wir einen Blick durch den Sucher werfen, dass da das Scharfstellen eigentlich ganz gut zu erledigen ist. Ja, darunter haben wir hier eine LED für den Selbstauslöser. Zusätzlich piepst die Kamera dann noch. Und wir haben hier die Blendeneinstellung. Da kann ich die Blende bis auf 2,8 öffnen oder eben in den Flash-Modus gehen, und ich kann sie bis zur Blende 22 schließen, und hier oben bewegt sich dann auch der entsprechende, wie nennt man das dann mal, ein Cover-Schutz für den
für den CDS-Sensor. Das ist also quasi ein immer spitzer zulaufender Keil, wo immer weniger Licht durchfällt. Das wird dann quasi abgeschattet und damit überträgt sich die Lichtsituation gemessen an der Blende auf den Belichtungsmesser. Das wird also nicht durchs Objektiv gemessen, sondern hier oben durch so eine Maske. Dieselbe Maske bewege ich auch, wenn ich hier unten den ISO-Einsteller bewege. Dann wird quasi die Grundposition dieser Maske festgelegt, von der aus ich dann das Ganze mit der Blende bewege. Das ist technisch relativ einfach, aber sehr funktional gelöst. Darunter ist dann noch der Fokushebel, die Anzeige, die ist ja oben, und das Ganze bedient dann meine Fokussierung. Auf der Unterseite gibt es das Batteriefach, zwei LR44 Batterien, ein Stativgewinde, Kunststoff, wobei da, ich glaube, drin Metall ist, aber da die Kamera nicht viel wiegt, würde ich mich da nicht drauf verlassen, dass da wirklich nochmal Metall drin ist. Die braucht aber auch nicht viel an Haltewirkung. Wir haben hier die Freigabe für die Rückspulfunktion und wir haben hier einen zusätzlichen Hauptbedienhebel. Da haben wir einmal die Funktion des 1,5 Blendenwerte aufblenden, sodass ich in Gegenlichtsituationen richtig belichten kann. Wir haben dann einen Check, da piept die Kamera und zeigt mir an, dass die Batterie noch voll ist. Und wir haben in der voll ausgefahrenen Situation den Selbstauslöser. Das ist sehr clever gelöst. Das ist, finde ich, so ein typisches Maitani-Detail, weil die Kamera dadurch, dass der Hebel jetzt hier so vorsteht, auch nochmal ein Stückchen stabiler zum Hinstellen positioniert werden kann. Und wenn ich dann aufziehe und auslöse, dann blinkt das Ganze und es piepst. Und nach 10 Sekunden sollte die Kamera dann ihr Bild machen. Das Ganze schalte ich wieder ab, indem ich den Hebel reindrücke. Das funktioniert auch, wenn ich ihn versehentlich ausgelöst habe. In dem Fall ist sie nicht gespannt. Und wenn ich dann denke, ach, das wollen wir gar nicht, dann machen wir das Ganze wieder aus. Damit sind wir an der Unterseite fertig. Es bleibt noch die Rückseite. Da gibt es nur den Okulareinblick und das Vorspulrad. Also kein Vorspulhebel, sondern sehr leichtgängig kann ich hier den Film transportieren. Der wird ein bisschen schwergängiger, wenn ich einen Film drin habe, aber problematisch ist das dennoch nicht. Da die Kamera relativ klein ist, kriege ich natürlich auch mit geschicktem Laden wesentlich mehr als 36 Bilder auf den Film, also 39 sind durchaus erreichbar, wenn ich ein bisschen sorgfältig bin. Von so her auch eine sehr effektive Kamera. So, und jetzt gucken wir nochmal durch den Sucher. Ich sehe dann auf der linken Seite eine sehr schön ablesbare Zeitenskala. Da habe ich einen nicht ganz so gut zu sehenden, aber sehr empfindlich und feinfühlig reagierenden Zeiger, der mir die entsprechende Verschlusszeit anzeigt. Das Ganze korrespondiert dann auch mit der Blende. Wenn ich hier mit der Blende hochgehe, dann steigt auch meine Verschlusszeit. Also wenn ich die Blende weiter öffne, dann steigt die Verschlusszeit. Und genauso würde das Ganze auch auf den ISO-Einsteller unten reagieren. So, jetzt habe ich den ein bisschen mehr in einem Bereich, wo das Ganze sinnvolle Werte ergibt. Das Messsucherfeld ist auf den ersten Blick, weil es nicht farblich kontrastmäßig abgegrenzt ist, auf den ersten Blick relativ schlecht zu sehen. Wenn ich es aber bewege, dann sehe ich relativ schnell, wo sich was bewegt und kann das relativ deckungsgenau übereinander bringen. Ich habe natürlich bei einem 35mm 2.8 Objektiv sowieso einen relativ großen Spielraum. Ich gucke gerade mal, ob es hier noch eine Schärfentiefeanzeige gibt. Nee, darauf müssen wir verzichten, aber das kennt man von anderen Kameras. Bei 35mm 2.8 ist der Schärfentiefe-Bereich nicht eben hauchdünn.
Und wenn man dann in der Streetfotografie mit Blende 5, 6 oder 8 arbeitet, dann reicht das mit dem Messsucher allemal perfekt zum Fotografieren. Wenn ich dann mal auf 2,8 runter will, dann bin ich mit der Kamera mit Sicherheit wesentlich zielgenauer beim Fokussieren als mit einer Rollei oder auch mit einer Minox. Da ist das dann tatsächlich bei 2,8 ein bisschen schwieriger. Das Objektiv ist toll, das ist richtig, richtig scharf. Das ist man bei Olympus nicht anders gewohnt. Und die Kamera ist, ja, die ist schon richtig geil für unterwegs. Also ich habe alle Vorteile von so einer Ultra-Kompakt-Kamera und ich habe auch noch den Vorteil eines Messsuchers. Viel mehr kann man sich da eigentlich gar nicht wünschen. Und preislich sind die Dinger noch nicht völlig durch die Decke. Also da kann man durchaus schon mal Glück haben, für um die 100 Euro, 120 Euro so eine XA ersteigern. Und dann hat man wirklich eine tolle Kamera für unterwegs, die solider und stabiler ist, als man auf den ersten Blick glaubt, weil es ist ja Kunststoff. Aber das Clamshell-Design, also dieser zuschiebbare Objektivschutz, der auch gleichzeitig hier noch ganz nettes Detail ein Rollo vor das Messsucherfeld fährt, also selbst das ist geschützt, die kann einfach so in die Jackentasche, da brauche ich kein zusätzliches Zubehör, kein Etui, keine Kameratasche, die passt auch in die Hemdtasche und dann hat man die immer dabei. Also von mir gibt es für die XA beide Daumen hoch. Wer weniger investieren will und eine einfachere Kamera will, der ist mit der 1 oder 2 oder mit der 3 sehr gut bedient. Und wer es weitwinkliger will, der kann auf die XA4 ausweichen. Eine Kleinigkeit zeige ich euch eben noch, weil die Kameras so meistens ausgeliefert wurden. In so einer schönen Box. Zu den Kameras gibt es auch sehr günstig diese Blitzsysteme. Den kann man direkt hier an der Seite an die Kamera anflanschen und festschrauben. Dann ist der fest verbunden. Und ich wusste auch mal, wie man den einschaltet. Ah, ja. Gut, dann haben wir das auch gelernt. Das Ganze funktioniert dann tatsächlich ferngezündet über den Schalter. Wenn ich den auf Flash schiebe, dann poppt mir der Flash hoch. Und jetzt müssen wir ein paar Sekunden warten, weil der Blitz, der war längere Zeit nicht in Gebrauch. Das heißt, es wird hier eine Weile dauern, bis der Kondensator gesagt hat, jetzt habe ich genug Strom. Piepen tut er aber noch. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie voll die Batterien noch sind. Aber mit ein bisschen Glück leuchtet jetzt tatsächlich, das ist, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, hier auch die Bereitschaftslampe. Und wenn ich jetzt spanne und auslöse, dann blitzt es. Also die Möglichkeit hat man auch noch, es gibt hier keinen Hotschuh, aber die Blitze gibt es wie Sand am Meer und meistens sehr günstig. Zwei Varianten, einmal den A11 und einmal den A16. Der A16 ist der größere, der leistungsstärkere Blitz und jetzt sieht man auch, ist das Ganze wesentlich flotter geladen. Der Kondensator sagt, ach, ich muss wieder arbeiten, na gut, dann mache ich mit. Ja. Ein tolles, kleines Kamerasystem. Ich mag die XA wirklich extrem gerne, zumal das Objektiv wirklich, wirklich gut ist. Die muss sich vor keinem anderen System verstecken. Schaut euch das Ganze mal an und wenn ihr euch das angeschaut habt und euch dazu entschieden habt, mit der XA loszuziehen, dann sage ich wie immer an dieser Stelle, habt Spaß, schießt Film und tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn dir dieses Video gefallen hat,
und vielleicht auch die anderen noch in meinem Kanal, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du ein Abo da lässt. Das heißt, da unten auf den Abonnieren-Button drückst und vielleicht auch die Klingel aktivierst, denn dann wirst du jedes Mal informiert, wenn ich hier ein neues Video online stelle, und dann verpasst du nichts, was auf diesem Kanal passiert. Ja, und dann freue ich mich darüber, wenn du den Kanal abonnierst und wenn du kommentierst und deine Meinung sagst und mit mir in Interaktion trittst. Fürs Abonnieren sage ich deswegen schon mal herzlichen Dank. Ja, und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.